So, jetzt ging da hinten auf. Ist da irgendwas Gutes drin? Guck mal kurz rein und es wird ein Wapsel, das ist doch Schrott. Kann man direkt verschicken. Weg mit dir. Tschüss. Wunderbar, ein 5 Kinder hier geht auf. Und was ist drin? Ich gucke sie mal an und sage, ob es gut ist oder schlecht ist. Und das ist Dummiesel, das ist irgendwie schlecht. Das ist irgendwie schlecht. Kann man mal gucken später, ob das gut ist, ob man es bald kann oder verschicken kann. Da läuft mal wieder ein Glumanda über den Weg. Nehmen wir den mal mit. Ich will ja nochmal Bonbons sammeln. 100, okay, das ist Sananabeere wert. Und Pokéball sollte ja wohl reichen, hoffe ich mal. Für dieses Glumanda. Getroffen, immerhin. Und ja, brauche noch ein paar Feuerigel, damit ich auch nochmal entwickeln kann zu teuren Nopto. Und den Glumanda habe ich gefangen. Wieder 7 Bonbons. Sehr fein, sehr fein. Glumanda wurde gefangen. Und verschicken. Oh, da fehlen noch einige Bonbons zur Entwicklung. Und da steht schon das nächste Glumanda und wartet auf mich. Nehme ich natürlich mit. Brauche die Bonbons noch für ein weiteres Glurak. Und der ist auch wieder so schwach, okay. Sananabeere. Pokéball. Und hopp. Glumanda getroffen. Bleib einfach drin. Gib mir 7 Bonbons. Dann passt das schon. Und er bleibt auch drin. Wieder 7 Bonbons. Müsste ich 70 haben. Genau 70. Okay, Glumanda wurde gefangen. Wie gesagt, können wir verschicken. Jetzt habe ich 71. Okay. Sehr schön. Das war wieder ein Freiigel. Das nehme ich natürlich mit. Und mal gucken, wie stark der ist. Ob ich Sananabeere, Himbeere oder so werfen muss. Nee, Sananabeere reicht. Bei dem gehe ich aber kein Risiko ein. Da werfe ich lieber einen Superball. Und getroffen, sehr schön. Sehr schön. Muss nur drin bleiben, leider, weil der Wurf nicht perfekt aber passt schon. Weil er drin ist und ich ihn verschicken kann, dann habe ich wieder 7 Bonbons mehr. Das ist doch sehr schön. Und verschicken. 76 Bonbons, jetzt okay, läuft doch. Yay, jetzt hat hier die Lokmodule gezündet. Und ja, einer von Rot. Und das ist ein Hundemon und ein Ponita. Das nehmen wir mal mit. Sogar 2 Stück vom Lokmodul, glaube ich. Da nehme ich die Himbeere und den Superball. Seit langem mal wieder Lokmodul an, das ist cool. Und getroffen. Da baue ich schon die Bonbons. Und Ponita nehme ich einfach so mit. Mal gucken, wie stark der ist. Vielleicht ist er schwach. Und komm schon. Und Lust da. Lass ich fangen. Jetzt muss ich noch viele fangen, dann kann ich schon mal einmal entwickeln. Und das ist der 5er Serienbonus. 35, okay. Komm, Ponita. Lass dich fangen. Und der ist, ja, der ist schwach, der reicht der Pokéball. Sehr schön. Gefangen, Ponita. Komm in den Pokéball. Komm in den Pokéball. Sehr gut. Gefangen. Nice. Kann ich aber verschicken. Weil, ja, brauche ich nicht. So ein schwaches. So, 7 Tage Bonus abholen und ein wildes Lapras fangen. Schnell drehen. Was kriege ich hier für Items? Kommt schon Sonnenstein, okay. Sehr kacke. Schnell weg damit. Schnell das wilde Lapras anklicken, bevor es weg ist. Und hoffentlich ist es heftig. Hoffentlich ist es heftig. Oh. Sananabeere und was weiß ich, was man da drauf werfen kann. Superball. Muss einfach drin bleiben. Ist grün. Okay, ist leider schwach, aber ich hatte eine gute Bewertung. Kann man es vielleicht ja eventuell mal hochpushen. Und gut antacken, das wäre mega geil, okay. Und es bleibt im ersten Pokéball drin. Sehr geil. Das ist sehr cool. Wildes Lapras gefangen. Mein erstes während des Events. 1200 Erfahrung für dieses Lapras. Cool. Eisstrahl-Eis oben erstmal behalten.